So, und damit übergebe ich an Thilo Liebig für den Reisebericht Lean bei der Deutschen Bahn. Lean Construction. Jawohl, schönen Dank, Sherwin. Ich bin sozusagen der Reiseleiter, wenn man das so möchte, in den letzten Jahren gewesen. Aber ich glaube, da haben sich mehrere verschiedene Reisegruppen sozusagen rausgebildet, die jetzt alle so in die gleiche Richtung gehen, vielleicht unterschiedliche Routen nehmen, aber mehr und mehr eigenständig da eigentlich auch in diese Richtung gehen. Das ist das Erfreuliche. Ich habe das vorhin schon gesagt bei meiner Einleitung. Es ist für mich definitiv eine Reise, weil Sie es halt nicht mit Schalter umlegen erreichen können. Das ist ja eben auch in der Keynote von Ingrid Philippe deutlich geworden. Es geht im Kern eigentlich um die Einstellung, um die Haltung, die wir bei unserer Arbeit da mitbringen und wie wir das entsprechend umsetzen im Miteinander. Ein Gegeneinander ist da an der Stelle tatsächlich dann eher schwierig. Ich möchte ein bisschen zurückblicken. Das ist dann der Blick nach 2017 und ehrlicherweise muss man dann sagen, eigentlich noch ein paar Jahre früher zurück. Das gönne ich mir jetzt an der Stelle einfach mal in die Zitatenkiste zu schauen. Und ich fand das eigentlich ganz treffend. Wir wissen, dass es anders werden muss, dass es irgendwie besser werden muss. Aber wenn wir uns natürlich nicht bewegen, dann wird es halt irgendwie schwierig. Und alles voraussehen kann man nicht. Man kann nicht in die Kristallkugel gucken. Es gibt immer Restunsicherheiten, wenn man sich da in neue Richtungen bewegt. Das muss man akzeptieren. Und dafür brauchen wir halt einfach den Mut, die Dinge anzugehen. Und nicht alles wird beim ersten Mal funktionieren, sondern man wird dann eben auch aus den Versuchen, die man da startet, lernen. Das begleitet uns schon seit ein paar Jahren in diesem Feld und das wird uns auch weiter begleiten. Das muss man einfach akzeptieren, dass es so ist. Aber man muss eben damit dann umgehen und immer wieder gucken, bin ich dann auch in der richtigen Richtung unterwegs. Insofern fand ich dieses Zitat mal so ein bisschen als Perspektivöffner ganz spannend. So, nun mal der substanzielle Blick zurück. Wie sind wir eigentlich gestartet mit dem Thema? Irgendwann kam 2017 der Gedanke hoch, mal wieder DB Netz macht was Neues. Lean ist das Thema, operationelle Exzellenz. Und dann operationelle Exzellenz verbindet man immer mit schnell drehenden Prozessen. Also im Prinzip die Autobauer, die McDonalds dieser Welt, vielleicht auch Hotelketten und solche Dinge. Nicht unbedingt die 5-Sterne, 6-Sterne Hotels, das sicherlich nicht, aber alles das, was in großen Frequenzen, in großen Massen mit einer stabilen Qualität sozusagen zu liefern ist, ist eigentlich operationelle Exzellenz. Da fiel das Thema Projektmanagement ein bisschen raus, weil man sagte, ja, das ist irgendwie anders. Da haben wir im Prinzip so Einzelvorgänge, Einzelprozesse, sicherlich ein ganzes Bündel, aber irgendwie passte das nicht so richtig in die Richtung. Insofern hat man da nochmal nachgeschärft und hat gesagt, da müssen wir dann auch nochmal was tun. Ich hatte dann irgendwann mal die Frage gestellt, warum eigentlich? Also warum stellen wir den Anspruch Lean in den Raum? Wofür? Was wollen wir denn damit eigentlich erreichen? Das war so die Kernfrage. Und hat es ein bisschen Diskurs gegeben in 2017. Da kam das Thema Verkehrswende auch gerade hoch, was dann natürlich dann auch einen langsamen Druckpunkt generierte. Und so sind wir im Grunde dann mal in dieser Diskussion drauf gekommen, was tut eigentlich weh? Also uns tut weh, dass die Projekte heute, gerade die großen Projekte, Aus- und Neubauprojekte, unglaublich lange brauchen. Ich zitiere mal den Dietmar Woidke, der da, ich weiß gar nicht, wann die letzte Landtagswahl in Brandenburg war, 2020, glaube ich, wenn ich so richtig noch halbwegs drauf habe. Der hat am Wahlabend, nachdem dann klar war, dass er die Wahl gewonnen hatte, gesagt, er verstünde gar nicht, dass man für eine existierende Bahnstrecke, wenn man dann ein drittes Gleis daneben will, 12 Jahre braucht. Ich war geneigt zu sagen, wer hat den denn beraten, dass es nur 12 Jahre sind. Er hat wahrscheinlich den ganzen Vorplanungsbereich da irgendwie mal abgeschnitten und nicht wahrgenommen. Aber sei es mal drum. Alleine die Aussage zeigt ja, was die öffentliche Wahrnehmung in der Gesellschaft ist. Wir sind einfach viel zu langsam. Auf diesen Kern kann man es eigentlich runterbrechen und da muss irgendwie was passieren, damit wir diese Dinge schneller machen können. Nicht alles, muss man fairerweise sagen, haben wir selber in der Hand, auch klar. Aber das, was wir selber in der Hand haben, sollten wir dann auch mal angehen. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startpunkt der Diskussion. Und so sind diese 25% entstanden, weil wir gesagt haben, also was ist die Zahl? 5%, 10% wird keinen vom Hocker reißen. Wenn wir sagen, na gut, da rutschen wir ein bisschen hin und her, dann wird sich das zurechtrütteln. Aber wenn wir grundsätzlich Denkweisen, Herangehensweisen überdenken wollen, dann muss da was Größeres stehen. Und so sind die 25% entstanden. Nicht irgendwie, weil irgendwie einer analytisch da gerechnet hätte, sondern weil man einfach gesagt hat, es muss irgendwie was Größeres sein. Qualität in Planung und Ausführung steigern ist eigentlich ein No-Brainer, weil wenn ich das erreichen will, geht es nur so. Wenn ich das nämlich nicht tue, bin ich automatisch in Reiteration, die kostet Zeit, kostet Geld. Das wissen Sie alles viel besser als ich.
Aber was dann zusätzlich nochmal interessant war, war der letzte Punkt, weil wir nämlich, und die Frau Philipp hat es auch angesprochen, natürlich vor so etwas Ähnliches wie der Quadratur des Kreises stehen. Also wir müssen mehr bauen, wollen aber auch mehr fahren. Das ist der gesellschaftliche Anspruch. Beides zusammen ist irgendwie schwierig, weil wir gemeinhin eigentlich dann durch Bauen den Verkehr immer irgendwie behindern. Also muss es ein Ventil geben, wo wir dieses Thema irgendwo lösen können. Und das Ventil heißt eigentlich, wenn wir denn schon mal Sperrzeiten kriegen, ist ja ein rares Gut im Grunde, wenn wir denn schon mal Sperrzeiten kriegen, dann müssen wir die maximal effizient produktiv nutzen. Es gibt keinen anderen Weg. Und das unterstreicht eigentlich im Grunde dann nochmal der Punkt davor. Wir müssen also sehr genau durchdenken, was wir da also planen, was wir da tatsächlich durchziehen wollen während dieser Sperrzeiten, damit uns da nichts entgleitet. Da ist nicht mehr die Zeit zum Optimieren hinten raus in der Bauausführung, sondern da ist die Zeit der Execution. Da muss das, was ich mir vorher gedacht habe, passen. Dass das eine Idealvorstellung ist, wissen wir. Die Wahrheit kommt dann erst zum Tragen, wenn man mal die Schaufel in die Erde gepackt hat und sieht, was da alles so drin ist. Aber grundsätzlich das, was man da im Prinzip vorhersehen kann, muss ich halt im Prinzip vorher bearbeiten. Ja, und dann kommt halt noch hinzu, das ist eigentlich auf der Wegstrecke dann noch mal immer deutlicher geworden, dass wir natürlich ein Ressourcenthema haben, also ein Fachkräftethema haben. Und das gibt noch mal Druck auf den Kessel, weil wir nämlich damit, wenn wir es dann gut hinkriegen, durch Effizienzsteigerung natürlich auch es noch schaffen, weniger Personaleinsatz, also weniger Einsatz der Fachressourcen, dieser raren Ressource zu organisieren und damit im Grunde dann mit gleicher Ressource mehr Projekt zu realisieren. Das ist der Grundgedanke, der da eigentlich mitschwingt. Stand vielleicht nicht am Anfang, aber mittlerweile ist das eben auch eine relativ klare Erkenntnis. So, da kann man überlegen, wie geht denn das eigentlich? Und ich habe mal versucht, so dieses abstrakte Bild zu nehmen, was ich eigentlich insofern immer ganz schön finde. Das ist so ein bisschen wie so eine Badewanne. Ne? Also Sie haben unten so eine Prozesslandschaft sozusagen, die hat so ihre Unwägbarkeiten und Instabilitäten. Und um dem Ganzen eine Reserve zu geben und dann nicht bei jeder Unwägbarkeit da irgendwo aufs Riff zu laufen, bauen wir einfach schlicht Reserven, Puffer und alles Mögliche ein. Das sehen wir in der Regel nicht, sondern das findet einfach statt. Da müssen wir schon genauer hingucken. Ich habe das mal gemacht. Ich bin mal 3 Tage auf der Baustelle gewesen, hab mir einen Waste Walk gemacht und bin rausgekommen, dass wir gesagt haben, eigentlich hätten wir keine 3 Tage Sperrpause gebraucht, sondern wir hätten eigentlich im Idealfall 1,5 gebraucht. Gut, ich gestehe zu, 2, ein bisschen Reserve dürfen Sie haben, wir wollen ja stabil sein, aber nicht 3. Und das zeigt, allein zu sagen, ich bin rechtzeitig fertig geworden in der 3-tägigen Sperrzeit, ist zwar okay, ist aber eigentlich vor dem Hintergrund dessen, was wir hier so betreiben, natürlich eine Verschwendung. Umgekehrt, wenn ich jetzt anfange, im Prinzip meine Prozesse so nicht anzupacken, sondern einfach nur Reserven rauszunehmen, geht es halt auch schief. Dann passiert nämlich tatsächlich, dass ich Wasserspiegel absenke und dann laufe ich aufs Riff. Wollen wir natürlich auch nicht haben, ist das, was wir heute sehen, Verkehrs- und Anlagenstörungen, Unpünktlichkeit und so weiter. Und wenn man es auf Projekte dann projiziert, haben wir im Grunde instabile Projektterminpläne, Meilensteinverschiebung, Inbetriebnahmeverschiebung und so weiter. Das ist das dann, wie es sich äußert. Also im Grunde geht es um die rechte Seite. Das müssen wir versuchen, irgendwie hinzukriegen. Nämlich tatsächlich eine Zuverlässigkeit reinzukriegen, Stabilität reinzubringen, aber eben dazu nicht nur im Prinzip dann Reserven aufzubauen, sondern das tatsächlich durch optimierte Prozesse, optimierte Herangehensweisen, antizipierendes Arbeiten. Und natürlich, wenn wir da so Restreserven und Restpuffer brauchen, aber die müssen wir natürlich auch transparent machen. Das ist die Logik da an der Stelle, die wir da verfolgen. So ein bisschen der übergeordnete Gedankengang. So, 2017 haben wir dann angefangen, mal nachzudenken, so was heißt das jetzt konkret? Das ist jetzt alles sehr esoterisch, was ich da eben gezeigt habe und philosophisch. Alle werden auch alle nicken an der Stelle und sagen, ja klar, ist ja logisch. Aber die Frage ist ja schon spannend zu sagen, was machen wir jetzt konkret? Und das hat ja auch die Organisation dann gefragt, was heißt denn das jetzt für uns? So, und wir haben mal gesammelt in der gesamten Organisation in verschiedenen Ressorts 350 Ideen. Dann haben wir mal in einer ersten Stufe 25 Maßnahmenvorschläge rausgefiltert, wo wir gesagt haben, okay, da könnte was drinstecken an Substanz, da lohnt es mal Aufwand reinzustecken. Dann haben wir ungefähr vier bis sechs Monate mit 25 Projektleitern, technisch, kaufmännisch, das mal durchgeschüttelt und mal versucht runterzubringen, sodass wir umsetzbare Maßnahmen hatten. Und die sind wir dann im Grunde tatsächlich im nächsten Schritt angegangen und haben gesagt, die setzen wir jetzt mal um. Und wenn man die mal aufdröselt, dann haben wir im Grunde 5 Prozessmaßnahmen gefunden, im Wesentlichen, die uns dazu führen, dass wir von dem
ich sage jetzt mal, mittleren Standard-Terminplan, der da irgendwo bei 20 Jahren lag für die Großprojekte zu dem Zeitpunkt, im Soll runterkommen auf irgendwas zwischen 15,5 oder 16, irgendwie sowas. Was ja schon mal gut ist. Ja. Das haben wir implementiert, den End-to-End-Prozess, Prozessportal. Wir haben eine Projektlandkarte aufgebaut, wo das abgebildet ist, finden das heute in unserer dynamischen Projektlandkarte, komme ich gleich zu. Standard-Terminplan, alles da. So, aber wenn ich irgendwas im Soll habe, im Plan habe, heißt das noch nicht, dass ich es im Ist habe. Und wir reden ja über die Ist-Projektlaufzeit, nicht über die Soll-Projektlaufzeit. Ja, also es nützt mir ja nichts, wenn ich sage, oh, ich habe einen Plan, der ist 15 Jahre, aber ich brauche ja 20 Jahre. Habe ich auch nichts gekonnt. Also heißt das Thema Projektstabilisierung. Und da wird, merkt man schon, die Begriffe gehen jetzt so ein bisschen auseinander. Wir haben früher immer über Projektbeschleunigung gesprochen. Mittlerweile reden wir nicht mehr über Projektbeschleunigung, sondern über Projektstabilisierung. Ja? Es geht nämlich tatsächlich darum zu sagen, wie kriege ich dann diesen Plan, den ich mir da gemacht habe, basierend auf den Prozess Vereinfachungen, Verschlankungen, Entschlackungen, wie kriege ich den hin? Und da haben wir im Grunde so ein, basierend auf den vier Arbeitsweisen, die wir da identifiziert haben, mittlerweile ein Produktionssystem, so nennen wir das immer, das ist ein bisschen hochtrabend, Produktionssystem, aber ich nenne das immer so Produktionssystem 5+1 gebildet für die Projektstabilisierung. Das erste Element, der Jörg Kaiser kennt das, glaube ich, gut, Projektlandkarte. Wir haben immer das Problem gehabt, einen Prozess für ein gesamtes Projekt mal darzustellen auf einer Seite, war bislang eigentlich unmöglich. Und insofern hat natürlich den Leuten auch die Orientierung gefehlt. Was muss ich eigentlich wann wie tun? Wir haben also dann mal gesagt, es gibt so ungefähr 100 Eckpunkte, 100 Meilensteine, nennen Sie die von mir aus, die ich brauche, um so ein Projekt abzuarbeiten. Und die kann ich im Grunde dann tatsächlich heute auf einer DIN A3-Seite darstellen. Das machen auch viele Projekte. Die drucken sich das Ding aus, hängen das im Büro an die Wand und sagen, super, beste Erfindung seit dem tiefen Teller. Endlich habe ich mal eine klare Idee, wo das eigentlich alles hinführt. Also manchmal sind die Dinge tatsächlich so banal, ja, und so einfach. Ja, da fehlt einfach das Thema Darstellung. Und wie kriege ich es transportiert? War uns aber nicht genug. Weil wir natürlich sagen, naja, Prozesse gibt es im Prozessportal viele. Ob die eingehalten werden, ist eine andere Frage. Dann müsste ich nämlich nachgucken und nachlesen. Ist manchmal ein bisschen kompliziert. Also müssen wir diese Dinge reinbringen in die Operation. Leitplanken auf die Straße stellen, dass die Leute eben nicht unbeabsichtigt rechts und links neben der Straße fahren. Wenn sie dann da fahren, dann tun sie das wissentlich. Dann gibt es das eine Entscheidung. Das kann auch mal richtig sein. Aber im Grundsatz geht es darum, dass alle auf der Straße bleiben. Und dazu stellen wir Leitplanken hin. Und so haben wir im Grunde diesen Prozess implementiert in ein Aufgabenmanagementsystem. Jira steht da unten rechts ganz klein. Wobei das aber sekundär ist, mit welchem Tool wir das machen. Entscheidend ist einfach schlicht, dass wir ein Werkzeug geschaffen haben, diesen Prozess abzubilden in einem Aufgabenmanagement-Tool. So, damit kriege ich eine prozessorientierte, kurzzyklische, transparente, kooperative Aufgabensteuerung hin. Und das ist eigentlich der wesentliche Benefit, den man daraus kriegt. So, das haben wir ergänzt um so ein Element wie Scrum, ähnlich wie Scrum, integrative Planung, weil wir natürlich sehen, da sind so viele Aufgaben drin, die manchmal ein bisschen komplex sind, wo man am Anfang eigentlich nicht weiß, wie sieht denn der Lösungsweg aus, wie kommt man da ran, da muss man ein bisschen iterativ rangehen. Haben wir ein paar Anleihen gemacht an Scrum. Das kann man dann also tatsächlich für komplexere Aufgaben, nicht unbedingt für ein ganzes Projekt, dafür ist das eigentlich nicht geeignet, aber für einzelne Aufgabenstellungen, die da tatsächlich eine gewisse Komplexität beinhalten, dann mit nutzen. Wird auch von vielen Projekten tatsächlich in der Kombination gemacht. Ne? Also auf der einen Seite die dynamische Projektlandkarte und dann geht man in bestimmten Aufgaben dann tiefer rein und macht das mit Scrum-ähnlichen Ansätzen. So, dann haben wir mal geguckt, in der gesamten Phase, wo schwächelt es? Wir sind bisher eigentlich sehr gut an der Stelle zu beschreiben, was bauen wir. Wo wir relativ, nee, ich drücke es positiv aus, wo wir durchaus Verbesserungsbedarf gesehen haben, ist die Frage, klären wir eigentlich rechtzeitig, wie bauen wir? Und ich habe es ja eben gesagt, hier vorne ist die Zeit der Optimierung, deshalb sehen Sie so angedeutet so einen Konvergenzkanal. Also hier vorne können Sie sich noch über Lösungen, verschiedene Lösungen Gedanken machen. Da hinten können Sie das in der Ausführung eigentlich nicht mehr. Das heißt, Sie müssen sich hier Gedanken machen, hier vorne, und sich überlegen, wie sieht der Materialfluss aus, wie sieht meine Logistik aus, wie passt das eigentlich in mein Sperrzeitenkonzept, habe ich da entsprechende Ressourcen, funktioniert das alles? Das muss ich mir hier vorne überlegen, damit es hinten tatsächlich in die Ausführung reingehen kann. Ein ganz wesentliches Thema, deshalb, das haben wir jetzt umschrieben mit Projektmanagement, Vorgehen, Bauphasenplanung, bisschen schwierig, der Begriff, aber ist halt so.
Und dann gibt es eben das Thema optimierte Bauausführung. Deshalb sitzen wir heute hier. Will ich gar nicht dafür viel dazu sagen. Das kommt nachher dann in der Anfassbarkeit deutlich stärker raus. Und wir haben dann das Thema Qualifizierung aufgegriffen, weil wir gemerkt haben, Lean Construction ist mehr als nur diese Anwendungsfälle. Lean Construction ist halt auch ein Grundsatz zu verstehen, also die Philosophie dahinter zu verstehen. Deshalb gibt es hier entsprechend auch ein Qualifizierungsmodell sozusagen, mit dem wir unterwegs sind. Und last but not least, seit Anfang dieses Jahres, die Frau Philippe hat es gesagt, kümmern wir uns auch verstärkt nochmal um das Thema Performance Management, Performance Dialoge, um einfach auch das Thema Lernen, Streben nach Perfektion stärker mal anzugehen, um also da auch an der Stelle das Verbessern zu unterstützen. Mal zwei Zitate will ich auch nicht ausweiten aus dem Thema optimierte Bauausführung. Das sind mal so Aussagen von Projektleitern, die Last Planner eingesetzt haben in Projekten. Spricht eigentlich für sich. Ich möchte es gar nicht vorlesen. Sie können da relativ schnell drüber gehen. Ist relativ klar, wo die Reise dahin geht. Also die Leute, die es dann gemacht haben, zeigen da eigentlich auch ganz klar in ihren Aussagen, dass sie davon entsprechend auch überzeugt sind. Gibt immer ein paar Rahmenbedingungen, aber darüber reden wir dann sicherlich nachher nochmal. Haltung, Verhalten, Einstellung, Überzeugung sind natürlich Grundsatz des Themas. Meine Erfahrung sagt mir, 20% des Erfolgs, maximal 30, liegen in Prozessen, Werkzeugen, Methoden. 70% bis 80% liegt im individuellen Verhalten und Verhalten speist sich aus Einstellung und Haltung. Und die sind erfahrungsgetrieben. Wenn ich mit bestimmten Dingen negative Erfahrungen gemacht habe, dann projiziere ich das in mein Verhalten rein. Das ist schlicht eingebaut an der Stelle. Und insofern muss man das im Auge behalten. Und man merkt das dann eben auch, wenn wir in so eine Richtung gehen wollen, Kooperation bis hin zur Kollaboration. Manchmal ein bisschen politisch anrüchiges Wort, aber ich nutze es trotzdem, um es deutlich zu machen. Dann hat das ein paar Voraussetzungen, dass man das hinkriegt. Und darüber muss man sich dann Gedanken machen, bin ich bereit dazu, dieses Vertrauen, diese Offenheit, diese Transparenz meinen Partnern gegenüber zu zeigen oder habe ich da Schwierigkeiten? Und dann muss man an einer ganz anderen Stelle ansetzen, halt zu diskutieren, ob die Methode, der Prozess oder das Werkzeug richtig ist. Eine völlig andere Diskussion. Und in der Regel diskutieren wir eigentlich da, nicht bei dem Werkzeug. So, Schulung hatte ich gesagt, kann man, glaube ich, kurz halten. Wir haben da mittlerweile relativ intensive und vielfältige Möglichkeiten, mit unserer kleinen Lean-Organisation sozusagen die Organisation da auch zu bespielen, um da entsprechende Impulse zu setzen, auch Injektionen zu setzen und Begeisterung ein Stück weit auch zu entfachen. Das funktioniert überwiegend eigentlich recht gut. Investieren wir relativ viel Zeit. So, und wenn man jetzt mal guckt und sagt, warum sitzen wir eigentlich hier mit Ihnen? Das ist ja alles ganz schön, weil wir 2017, 2018 angefangen haben in der Nabelschau. Ist auch schön, dass ein Bauherr für sich dann überlegt, wie mache ich das alles, wie arbeite ich dann. Aber klar ist ja auch, da sind wir ja nicht anders als andere Industrien. Wir sind ja schlicht darauf angewiesen, dass unser Wertschöpfungsprozess funktioniert. Und der Wertschöpfungsprozess wird ja nicht durch die Wertschöpfung alleine bei uns dominiert, sondern der Ganze wird ja wesentlich dominiert auch von den Partnern, die da im Prinzip Teilleistungen mit reinsteuern in den Hauptstrom. Das heißt also, wenn wir unsere Partner nicht in eine gleiche Arbeitsweise, in eine gleiche Denkweise mit reinbringen und da gemeinsam synchron abgestimmt unterwegs sind, wird es halt schwierig. Aber natürlich darf man auch von einem Bauherrn erwarten, dass er da eine Idee hat, wie es gehen kann. Das ist eine berechtigte Forderung, die man an den Bauherrn stellen darf. Das tun wir auch. Aber die Mitwirkung der Partner ist natürlich da schlicht unerlässlich an der Stelle. Es wird nicht funktionieren. Aber dazu braucht man Standards, die man auch kommuniziert. Deshalb sitzen wir hier auch gerade, um genau diesen Schritt auch mal zu gehen und zu schauen, was wir da tun. Und dann auch durchaus mal zu schauen, welche Unterstützung müssen wir als Bauherr möglicherweise auch mit den Partnern gemeinsam noch organisieren, damit so ein Projekt tatsächlich auf die richtige Reise gehen kann. Auch das gehört dann mit dazu. ZIP hatten wir angesprochen, Zukunftsinitiative Bahnbau. Da waren wir entsprechend in der Konsequenz unterwegs. Sind jetzt, sorry, da war ich jetzt ein bisschen schnell, ich gehe nochmal kurz zurück. Da sind wir jetzt mittlerweile nicht nur mit den Baufirmen unterwegs, mit den Bauunternehmen, sondern wir sind mittlerweile eben jetzt auch mit dem VBI in der Diskussion, weil wir eben sehr schnell gemerkt haben, wir brauchen an vielen Stellen auch die Planer, die Steuerungsbüros, um tatsächlich da zu einem Einklang zu kommen. Deshalb fahren wir jetzt mit denen gerade einen ähnlichen Prozess durch und schauen, was ist an der Stelle für den Planungsprozess relevant, was kann man da tun. Da haben wir natürlich auch entsprechende Vorstellungen, die hatte ich eben im Grunde auch gezeigt. So, der Blick nach vorne,
Projekthochlauf hatten wir angesprochen. Die sehen hier unten so einen Zwickel. Also wir haben einfach mal, ich habe das mal qualitativ gemacht, das Problem ist, wir sind gerade in so einer Planungsphase. Da lässt keiner die Karten irgendwie auf den Tisch fallen und sagt, wie sehen die Zahlen aus? Muss man einfach mal so akzeptieren. Ist so, aber wir wissen, dass der Plan, dass der Hochlauf der Projekte, der da eigentlich vor uns steht, schon ziemlich gigantisch ist. Mal unabhängig von irgendwelchen Zahlen, die ich da nicht diskutieren will. Wo sind wir hergekommen? Wir haben in einem Bodensatz von Projekten, so muss man es mal sehen, im Prinzip Lean in der Bauausführung tatsächlich angewendet oder Lean Construction. Basierend auf den Erfahrungen, die wir da gehabt haben, sind wir 2021 unterwegs gewesen und haben im Ressort einen Beschluss gefasst. Und dieser Beschluss heißt, wir wollen verpflichtend Last Planner oder Taktplanung, Taktsteuerung in den Bauprojekten, in der Bauausführung zur Anwendung kommen lassen. Das, wie gesagt, das geht nicht mit Schalter umlegen, aber es war klar, dass die Zukunft so aussieht. So, und im Grunde ist es jetzt so, dass wir schauen, dass die Projekte, die in die Bauausführung reingehen, das heißt, also in die Ausschreibungsphasen reingehen, jetzt versorgt werden mit entsprechenden Leistungstexten, dass sie in der Lage sind, auch diese Dinge vernünftig auszuschreiben, sich auch zu artikulieren, was sie eigentlich da brauchen in ihrem Projekt. Dazu stehen wir als Lean-Organisation bei der Netz auch durchaus mit zur Verfügung, die Kollegen da in den Projekten auch mit zu unterstützen. Und insofern wird man eigentlich sehen, dass es hier über die nächsten Jahre bis 2030, schätze ich mal, einen ziemlichen steilen Hochlauf geben wird in der Anwendung von Lean-Methoden in der Bauausführung. Ja, das ist der Anspruch, den wir da haben. Um das nicht nur auf dieser qualitativen Ebene zu lassen, habe ich mal eine Auswahl von Projekten mir aus dem System ziehen lassen, die jetzt da in den nächsten fünf, sechs Jahren dann einen Baustart haben werden. Das heißt also, die jetzt da in der nächsten Zeit auch in die Ausschreibung gehen werden. Teil davon kennen Sie schon, Teil davon sind auch schon mit Lean-Methoden unterwegs. Aber das ist im Grunde die Reise, wie sie sich da abbildet. Das heißt also, das sind nicht nur schöne Ideen, sondern da sind ganz konkret Projekte dahinter, die auch diesen Weg tatsächlich dann gehen werden. Plus natürlich das Thema 4200 Streckenkilometer Generalsanierung nicht zu vergessen, weil auch das ist eine Challenge, die wir natürlich im Prinzip kaum anders als mit etwas neueren, innovativeren Methoden nur stemmen können. Gut, und bevor ich jetzt endgültig die rote Karte kriege, das Zitat haben Sie eben gerade gehört. Die Frau Philippe und ich waren nicht abgestimmt, offensichtlich. Das meinte sie jedenfalls in ihrem Anflug. Steht für sich, ohne Worte. Und insofern bedanke ich mich jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Thilo. Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich nach vorne gekommen bin. Wir müssen ja Vorbilder sein. Ich habe das Pro-Potenzial wohl wahrgenommen. Ja, für die anderen Referenten auch. Nein, wunderbar. Ich habe tatsächlich auch schon eine erste Frage hier im Chat, möchte aber sagen, ich bin mir nicht sicher, haben wir auch Mikrofone, falls jemand dann direkt, genau, das heißt, wir nehmen nicht nur Digitalfragen auf, wenn Sie jetzt, wenn Ihnen direkt was auf dem Herzen liegt, können Sie auch gerne die Hand heben und dann kommt ein Mikrofon zu Ihnen, sodass Sie die Frage stellen können. Aber ich nehme mal direkt die Frage, weil das soll ja belohnt werden, der Erste, der das Eis gebrochen hat. Da war die Frage direkt, als du die Projektdurchlaufzeit und die 25% aufgezeigt hast, bis wann denn diese Verkürzung tatsächlich realisiert sein soll oder erreicht worden sein soll? So lautet die Frage. Die Frage ist total berechtigt. Also im Grunde muss man sich anschauen, wenn ich mir mein Gesamtportfolio an Projekten anschaue, muss ich also im Prinzip den Anspruch stellen, dass ein Projekt von vorne, also von der Leistungsphase 1 bis in die Leistungsphase 8, ich verlasse jetzt mal die 9 als Projektabschluss, aber zumindest mal in der 8 einmal komplett durchgelaufen ist. So, und das heißt, das dominiert im Grunde oder das bestimmt dann im Grunde auch den Zeitpunkt. Also insofern ist das nichts, was ich für alle Projekte sagen kann, habe ich 2030 erreicht. Das wird nicht funktionieren. Aber ich möchte eigentlich, dass alle Projekte, die in der Lage sind, das auch zu tun, bis 2030, egal in welcher Leistungsphase sie unterwegs sind, tatsächlich diese Methoden anwenden, um diesen Standardterminplan, den ich vorhin gezeigt habe, wo ja im Grunde die Reduzierung drinsteckt, die auch realisieren zu können. Ja, also insofern vielleicht etwas unpräzise meine Äußerung, gebe ich zu, aber vielleicht muss man da einfach ein bisschen systemischer dann antworten. Dankeschön. So, dann schaue ich ins Publikum. Gibt es eine Frage von Ihnen an Herrn Liebig zu seinem Reisebericht zur Entwicklung der Bahn? Blick zurück, Blick nach vorne. Gibt es da eine Frage? Ja, Alexander Lange hier in der Mitte. Nee, mit Mikrofon, damit das alle hören. Ja. Dankeschön. Frage, und zwar, Sie haben gesagt, die Bahn gibt Standards vor.
Welche Standards beispielsweise, wenn Sie sagen Lean, letzte Planermethode, LPS, inwiefern geben Sie die Details dann vor oder sagen Sie einfach, eine Methodik soll angewandt werden? Weil innerhalb dessen haben wir ja ganz viele Bandbreite von Möglichkeiten der Ausführung. Also inwiefern gibt der Auftraggeber da schon ein enges Konzept oder eben Korsett oder viel Freiheit auch vor? Also ich freue mich, dass Sie die Frage stellen, weil Sie wissen, dass wir hatten irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, 2019 oder so, hatten wir mal einen Austausch, glaube ich, zu dem Thema. Und da hatten Sie eigentlich so ein bisschen so einen Samenkorn gelegt, auf das Thema VDI 2553 zu gehen. Und das ist für uns im Grunde auch die Absprungbasis, also das, was VDI 2553 beschreibt oder beziehungsweise was in der GLCI steht. Wir erfinden nichts neu. Insofern ist die Frage auch mal interessant, weil die Bahn natürlich einen gewissen Drang hat, eigene Standards zu generieren. Das tun wir tatsächlich in dem Fall nicht, sondern wir sagen ganz klar, gibt Standards, wendet sie an. Es gibt sowieso nicht die Logik dabei, dass es ein fertiges Kochrezept gibt, wo der Küchenpraktikant sich dann hinstellt und ein 3-Sterne, 5-Gänge-Menü kocht. Also von der Vorstellung muss man sich da eh verabschieden. Ich muss ohnehin dann schauen, wie kriege ich das dann spezifisch in den Projekten sinnvoll implementiert. Aber die Grundlage bildet tatsächlich VDI 2553 und das, was im entsprechenden GLCI-Kompendium sozusagen beschrieben ist. Das ist die Richtschnur. Ja, danke schön für die Frage auch. Ja, ich sehe zwei Meldungen, auch wenn die Zeit knapp ist, die nehmen wir jetzt mit, die beiden Meldungen, eine hier vorne, genau. Sagen Sie ganz kurz Ihren Namen auch bitte. Wolfgang Flatscher. Wunderbar, Flatscher. Es geht mir um IPA, ich habe Last Planner gesehen, vielleicht war es zu klein geschrieben, IPA, die Frage ist, wenden Sie in diesen Projekten denn auch die integrierte Projektabwicklung an, mit mehr Parteienverträgen und so weiter? Definitiv noch nicht. Das Thema heißt Partnerschaftsmodell Schiene. Also braucht ja bei der Bahn alles einen Begriff, ne? Muss man ja klar sagen. Und da sind wir nun leider noch nicht ganz so weit, dass wir da schon im großen Stile sozusagen in der Umsetzung unterwegs sind. Da geht es jetzt gerade darum, mal erste Piloten sozusagen an den Start zu schieben. Ich verstehe aber genau Ihre Frage. Die Frage stelle ich auch schon seit ein paar Jahren, weil ich immer sage, Lean Construction zu trennen von Partnerschaft, von BIM, ist irgendwie schwierig. Also eine Silo-Betrachtung macht für mich da keinen Sinn. Und insofern gibt es da tatsächlich auch aus meiner Perspektive einen hohen Bedarf. Aber man sollte natürlich auch fairerweise sagen, das ist auch mit entsprechender Vorbereitung aller Beteiligten erforderlich. Auch das ist nicht einfach mal so mit Schalter umlegen und ich mache jetzt mal einen anderen Vertrag, sondern da braucht es noch ein bisschen mehr. Also ich hatte mir das damals auch mal in Finnland angeguckt mit den Allianzmodellen. Also ich habe da schon Respekt davor, kann man klar sagen. Aber es ist auch aus meiner Perspektive eine Notwendigkeit, da schnell hinzukommen. Ja. Vielleicht kann ich da kurz ergänzen dazu. Also in der Tat hattest du in der Projektliste auch ein Projekt, von dem ja jetzt der Beschluss gefasst worden ist, dass es ein IPA-Projekt werden soll. Das war die FBQ. Fehmarnbelt, ja. FBQ, das heißt, da gibt es schon auch Projekte. Ja. Und es gibt ja bei der Bahn jetzt doch eine Dynamik zu diesem Modell aus dem Bericht der Beschleunigungskommission Schiene. Und wir hatten gestern Vorstandsklausur im GLCI und haben uns auch diese Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Zusammenhang Lean und IPA? Und letztlich kann man sagen, die Lean-Methoden haben natürlich Riesenpotenziale, das werden wir heute ja sehen. Aber wir kommen immer dann an Grenzen, wenn sozusagen die vertraglichen Interessen dann wieder irgendwie dominieren und überwiegen, weil dann doch wieder Gegensätze in der Interessenslage da sind. Und da ist die Botschaft, IPA funktioniert auch ohne Lean, aber mit Lean eben deutlich besser. Und umgekehrt haben die Lean-Methoden vielleicht noch mehr Potenziale, wenn man eben noch partnerschaftlicher zusammenarbeitet. So, dann nehmen wir doch die Frage da hinten mit. Auch bitte Danke. Kurze Vorstellung. Oliver Kraft, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Die 25% haben mich begeistert, finde ich schon mal gut. Ich hätte sie allerdings in einer gewissen Leistungsphase zugeordnet bei der Realisierung. Und in den Leistungsphasen 1 bis 4 in der Planung hätte ich mir eigentlich eher die 50% gewünscht, sodass man auf die Zahl von Herrn Voigt gekommen ist. Ja, die 12 Jahre, das muss doch die Zielsetzung sein. Ich meine, von 20 auf 15,7 in den letzten Jahren ist schon mal ein schöner Prozess, aber kann Sie doch eigentlich gar nicht befriedigen, oder? Mit dem, was Sie vor der Brust haben, müssten Sie doch in eine ganz andere Zielstellung hinein. Sie müssten doch auf 12 Jahre oder 10 Jahre kommen. Das heißt, von den 25%, können Sie es auf die Leistungsphasen grob aufteilen? Wie viel ist davon in der Leistungsphase 1.4, wahrscheinlich der größte Anteil? Und was haben Sie im Bauen noch an Reserven entdeckt?
Also man kann das schon sagen, weil wir natürlich den Standardterminplan entsprechend auch angeguckt hatten. Also insofern kann man das jetzt aufteilen. Ich kann Ihnen die Zahlen jetzt aus dem Kopf nicht nennen, aber zumindest gibt es die Aufteilung. Der überwiegende Anteil liegt tatsächlich in der Planung, bevor ich dann tatsächlich ins Bauen komme, weil da entsprechend Entscheidungs- und Finanzierungsprozesse drinstecken, wo man einfach gesehen hat, Leute, das funktioniert ja so nicht, muss ja auch gar nicht so funktionieren, weil wir in Teilbereichen ja schon andere Regelungen haben, die ich eigentlich auf andere Finanzierungsarten übertragen kann. Und insofern muss ich nicht Entscheidungen doppelt, dreifach, vierfach treffen. Also das sind wesentliche Dinge da auch gewesen, die drin gesteckt haben, auch Leistungen nach vorne zu ziehen, um einfach damit auch sehr viel früher Aussagefähigkeit zu kriegen, Variantenentscheide abzusichern. Das sind alles Dinge, die vorne im Prinzip dann schon wirken und dort überwiegend wirken. Wir haben tatsächlich in der Bauausführung bisher nicht so gigantisch viel unterstellt. Das ist auch klar, weil das natürlich sehr stark auch von dem individuellen Projekt abhängt. Wie viel Sperrzeiten brauche ich da? Bin ich da auf einem hochausgelasteten Netz? Bin ich da auf einer Nebenstrecke irgendwo unterwegs? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass wir da eine Aufteilung haben. Ich würde von der Einsparung mal sagen, so vielleicht 80-20 oder sowas ist 80% vielleicht in der Planung, 20% im Bauen. Wobei ich aber auch sage, auch beim Bauen Stabilität. Ja. Super. Thilo, vielen Dank. Ich habe jetzt zwar noch eine Frage, aber die passt sehr gut zum nächsten Block, deswegen parke ich die und würde sagen, an der Stelle erstmal ganz herzlichen Dank an dich für deine Ausführungen, Thilo Liebig. Danke. So, und jetzt darf ich die Referenten für den nächsten Block schon auf die Bühne bitten.